Fair komme ich meine Linie an die Scheibe ran. Dann Terminus. Winning. Terminus. Mit etwas Platz und das 1:0. Hendrik Terminus nützt da die kleine Lücke aus und hämmert die Scheibe ins Netz. 37. Minute, erstes Tor in dieser Partie. Hier noch einmal zu sehen, Winnick an die blaue Linie. Terminus hat da etwas Raum, haut drauf, dann leichtes Screening von Fair. Trutmann auch noch da dazwischen. Und kein Ablenker aus meiner Sicht. Die Zürcher versuchen jetzt hier mit einer gelungenen Kombination das allerdings zu bewerkstelligen, dass sie auch ein Tor erzielen können. Hier gelingt es tatsächlich. Ryan Lösch mit einem kleinen Trickchen. Lässt er da Daniel Mansarte noch ein wenig älter als nur seine 37 Jahre aussehen. Hier Ryan Lösch. Und dann findet er gerade seine Lücke über den Rücken von Daniel Mansarto. Hier sehen wir es. An sein Hintern, besser gesagt. Da schließt er die Lücke nicht komplett, Daniel Mansarto. Terminus mit dem 2:1. Netter Schlenzer von dem Herrn Schweden da. Das Bulli gerade jetzt gewonnen, 6 Sekunden alt wie dieses Powerplay nur. Bulli gewonnen, zurückgelegt. Also am Ende zuerst, beziehungsweise hat er drüber gezogen, Platz geholt. Ein Ablenker von Philipp Altisberger. Der Schlenzer vom treffenden Schweden wird abgelenkt. Am Ende wird ihm dann das Tor zugesprochen, weil Eigentore gibt es im Eishockey nicht. Und deswegen bleibt da Terminus, der Torschütze, hier zu sehen. Ja, perfekt abgelenkt. Natürlich nicht so gewollt von Philipp Altisberger. Versucht sich aus der Schussbahn zu nehmen, weil er...